Hallöchen, da sind wir wieder. Star Trek Online. Servotchen ist hier und wir spielen heute wieder auf dem PC. So, und wir spielen Botany mit unserem Raumschiff. Hier ist das letzte Schatten. In der Föderation der Sternenflotte und wir machen heute wieder eine Mission. So, werden wir automatisch kontaktiert oder muss ich jetzt wieder suchen? Wir gucken mal. A representative from the Klingon Empire has agreed to meet with Maral Paris on Regulus IV. Lieutenant Paris is believed by some Klingons to be the Kuvah Mach. Ein Vertreter des Klingonischen Reiches hat sich einverstanden erklärt, sich mit Piral Paris, Miral Paris, auf Regulus IV zuzutreffen. Einige Klingonen halten Lieutenant Paris für den Kuvah Mach, den Erlöser. Das kann oder kann auch nicht wahr sein. Wichtig ist, dass wir die Chance wahrnehmen, falls die Klingonen wirklich zu Friedensgesprächen mit der Sternflotte bereit sind. Wir möchten, dass sie sich um die Sicherheit auf dem Treffen kümmern. Wir haben Hinweise erhalten, dass es Klingonen gibt, die gegen jegliche Übereinkommen sind und wir dürfen nicht zulassen, dass sie das Treffen unterbrechen. Begeben Sie sich zu Regulus 4 und stellen Sie sicher, dass der Treffpunkt sicher ist. So. Dafür gibt es ein Deflektorschild 2, ein Warpkern 2. Akzeptieren. Die Kuvamak. Gut. Regulus-System. Auf geht's. Ich verbrauche Kredits, wenn ich dahin fliege. Echt jetzt? Das scheint so, ne? Ich glaube, hierfür brauchen wir auch nichts, aber wenn wir Transwarp machen wollen, dann müssen wir halt bezahlen. So. Regulus-System. Nam, 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 drum, drum. Der ist mal nicht geklappt, ja. Roter Alarm Borg.
Normalerweise müsste jetzt hier ein Feld aufgehen. Da, jetzt. Kuvamak. Beginne die Kuvamak. Oh, ist ein Deep Space 9, oder? Captain, die Sensoren zeigen, dass mehrere Gruppen von Schiffen des Orion-Syndikats in der Nähe der Kommunikationssatelliten vor uns patrouillieren. Ich versuche, die Oberfläche zu kontaktieren. Ich glaube, die Orionen verwenden Kommunikationssatelliten, um die Störung zu verstärken. Wir kommen einfach nicht durch, Sir. Ich schlage vor, dass wir die Satelliten der Orioner in diesem Orbit hier vernichten. Das sollte die Kommunikation zum Planeten wieder ermöglichen. Weiter geht's. Ups. Zerstöre die Blockade. Weggesprengt, weggesprengt. Konsole, Technik, Stufe 2. Oh. Eine Stufe 2 Konsole gab's dafür. Thank you.
schon. Weggeburnt. So, jetzt noch den fetten Kreuzer. Alle bereit? Zerbrezelt. Captain, ich habe Kontakt mit Lieutenant Miral Burris auf der Oberfläche. Sie ist unsere Sternenflottenverbindungsoffizierin für die Friedenskonferenz auf den Schirm. Lieutenant Miral Burris requesting immediate assistance. Captain Bescher, hier ist Lieutenant Miral Burris. Wir bitten um sofortige Unterstützung. Klingonen und Orioner haben sich hineingebeamt, hereingebeamt und Geiseln genommen. Wir kommen. Ich bin selbst gerade so entkommen. Nehmen Sie sich zu meinen Koordinaten. Dieser Bereich sollte sicher sein. Ich bin gerade so entkommen. Was ist das denn für ein Klingonengehabe hier? Entkommen. Kämpfen bis zum letzten Blut. Und runterbeamen. Mit allem Mann. Ladeplanetenoberfläche von Regulus 4. Da sind wir. Mich dünkte, das ist sie da unten. I'm ready to assist you. Ich bin bereit zu helfen. Ich möchte etwas Persönliches fragen. Warum hast du nicht gekämpft? Wir haben gerade keine Zeit. Sobald wir die Bomben entschärft haben, beantworte ich Ihre Fragen, okay? I'm ready to assist you. Wie ist die Lage? You're here just in time. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Eine Gruppe von klingonischen Agenten versucht, die Friedenskonferenz zu sabotieren. Sie legen überall auf dem Gelände Sprengladungen aus und werden von Kräften des Orion-Syndikats gedeckt. Hier auf Regulus 4 sind Sicherheitskräfte der Föderation vorhanden, aber sie sind zahlen- und waffentechnisch unterlegen. Wir müssen die Botschaft an Sicherheit bringen. Wir können die Diplomaten nicht aus der Botschaft retten, ehe das Gebiet sicher ist. Wir müssen die Klingonen aufhalten und die Sprengsätze deaktivieren. Nur dann gelangen wir zur Botschaft. Okay. Delta-Quadrant-Nachfahre. Mhm. So, wir haben einen. Da sind ganz viele rote Punkte. Da hinten sind ganz viele grüne Punkte. Also wir mischen uns da direkt mit ein hier. Thank you.
Da ist eine Sprengladung. Entschärfen. Oh, wir können ja auch alles, ne? Wir können sogar Sprengschütze, Sprengsätze entschärfen. So, da oben müssen wir jetzt irgendwie hin. Kriegergeist. Sprengladung entschärfen. So geil. Zack. Und Nadradön. Ein Hypospray. So, nun müssen wir noch nach dort. Schnell entschärfen. Haben wir. Jetzt müssen wir nach dort. Erwischt, alle erwischt. Nehmen. Ach du meine Güte, durchtrennen Sie das rote Kabel. Hab ich gemacht, Bombe entschärfen. Yeah, mit Paris reden. I'm ready to assist you. Ich bin bereit zu helfen. Okay, was ist ein Kuvamak? Ein alter klingonischer Religionstext besagt, dass der Kuvamak oder Erlöser des klingonischen Reichs zur Ruhe und Ehre führen wird. Über ihn gibt es jede Menge Prophezeiungen. Einige besagen, dass die Klingonen ihn oder sie bereits vor der Geburt Kuvamak spüren würden. Andere besagen, dass er jede Krankheit trotzen kann.
Bevor ich geboren wurde, traf die Voyager auf den Gonischen Wanderer, die den Kubamak suchten. Sie lagen im Sterben und der Doktor verwendete mein genetisches Material, um sie zu retten. Für einige Klingonen bedeutet das, dass ich der Erlöser sei, den sie suchen. Okay. Wollen Sie das Klingonische Reich zu Ruhm führen? Ich will einfach nur ein guter Sternenflottenoffizier sein. Für jeden Klingonen, der mich verehrt, gibt es einen weiteren, der mich töten möchte. Das macht es schwer, ein auch nur halbwegs normales Leben zu führen. Ich bin halb Klingone, halb Mensch, das habe ich nie zu leugnen. Ich wollte immer nur Harmonie zwischen beiden Spezies. Wenn ich die Klingonen und die Föderation wieder vereinigen könnte, dann könnte ich an die Geschichte glauben. Bis dahin ist es ein Fall von Verwechslung. Meine Trikorne, keine mehr da, nein, Raumladung, nichts mehr da hier. Ich bleibe hier und helfe den Arbeiten. Kurz bevor sie sich runtergebeamt haben, ist Captain T'Kuk, der Anführer der Klingonen, auf der Botschaft eingetroffen und hat das diplomatische Team der Föderation als Geiseln genommen. Er wartet auf einen würdigen Gegner. Werden Sie das übernehmen? Ich werde das wohl machen müssen, ne? My tricorder shows no more spatial charges in the surrounding area. Just before you beam down, the leader of the Klingon, I'm ready to assist you. Dann müssen wir hier beenden. Und müssen jetzt die Botschaft betreten. So, laut den Schiffsscans sind da noch 4 Föderationsdiplomaten drin. Sie werden anscheinend von mehreren Klingonen bewacht. Sie sollten die Klingonenwachen in der Nähe der Diplomaten erst besiegen, bevor sie hochbeamen, um Transporterunfälle zu vermeiden. Wir wollen ja nicht aus Versehen die Klingonen retten. Leute, warum eigentlich nicht? Wäre auch eine Idee. Tagwendiger Kriegstag. Tja, hör damit. Rückstoß kompensierender Panzer MK2. Sehr schön. Und hier haben wir klingonische Grabbock-Soße. Wer hat da noch kein MK2? Du hast noch gar keinen Panzer. Hier, warte mal. Rückstoß kompensierender Panzer. Zack. So, okidoki. Darf ich da nicht durch?
Hallo. Danke sehr, sagt er. So, Woman-Anschlag. Friedliebend Forscher. Ich komme mir auch so vor wie so ein Forscher hier. Schließfach öffnen. Was gibt's denn hier Schönes? Hypospray, Energiezellen. So, ich renne mit dem Feuerlöscher rum. Das ist ja voll süß. Ein grüner Gegenstand. Was haben wir denn hier? Rüstung mit integriertem Zielsystem. Stück für Stück wird unsere Ausrüstung besser. Hallo Duda. Duranium. Und erwischt. Sehr gut. Her damit. Sind da neben rum der welche? Gibt's doch nicht. Wo sind die denn jetzt wieder her? So, ich renne da mal in den Feuerlöscher rum.
Irgendwas in Blau. Schildladung. Personenschutz Schild 2. In Blau. Ist Blau jetzt besser als Grün? Blau ist wahrscheinlich besser als Grün, weil Blau habe ich noch nicht gesehen vorher. So, das heißt, du kriegst den Schild. Du kriegst den Schild. Du kriegst den Schild. Du kriegst. Alles klar, Abstand. So, so. So, hier drüben nicht noch was, das nehmen wir mit. Duraniumerz. Jetzt müssen wir wieder Welle machen. Sehr schön. Die Sensoren zeigen mehrere Klingonenschiffe in der Nähe. Es könnten noch weitere getarnte in der Nähe sein. Es könnte eine komplette Invasionsflotte sein. Die Transporter sind bereit und warten auf ihren Befehl. Auf geht's. Ab nach oben. Die Klingonenschiffe enttarnen sich und machen ihre Waffen bereit. Dann machen wir das auch mal, wa? Bird of Prey. Ersten haben wir gefetzt. Zweiten haben wir gefetzt. Ein guter Tag zum Sterben. Ja, macht ihr gut. Habt ihr echt Übungen drin? Und ein Schlachtkreuzer bleibt noch übrig. Wir sind bei 100%. Taktikkonsole 2. Thank you.
Ja, haben wir ihn. Sir, wir werden vom Klingonenschiff gerufen. Ich leite jetzt den Hauptschirm ein. Welches Schiff denn? Alle platt. You fight well. Sie kämpfen gut, Lieutenant. Nicht so gut wie ein Klingone im Kampf ist und niemand gleich. Niemanden gleich. Ich bin der Botschafter des Klingonischen Reichs, Kars. Ich wollte den Kuvamag auf Regulus besuchen. Jedoch hat Rivat die Gelegenheit genutzt, um meinen Tod zu planen. Er ist ebenfalls ein Botschafter meines Reichs und führt ein vornehmes Haus, das mit meiner Familie verfeindet ist. Ja. Er steht hinter dem Angriff auf den Diplomaten und wird für seinen ehrlosen Verrat mit seinem Blut bezahlen. Rivat ist in meinem Flaggschiff auf dem Weg von Kronos hierher. Er wird jeden Augenblick hier sein, Lieutenant, und wir werden ihn gemeinsam bekämpfen. Kapla! 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 Alles klar, Alter! Wo ist er denn? Welches davon ist das Flaggschiff? Bis jetzt, zwei sind verschwunden. Tarnt oder was nehmen wir? Die haben sich getarnt zwischendurch. War es, wa? Oder? Ah, da ist noch einer. Das ist ein Flaggschiff. Jetzt haben wir ihn gefunden. Der Moma. Volle Breitseite. Diesmal haben sie anscheinend gewonnen, Lieutenant, aber es wird zwischen dem Klingonischen Reich und der Föderation keinen Frieden geben. Wer also der wirkliche Sieger hier? Unser Kampf hat gerade erst begonnen. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Nicht abhauen hier. So untypisch. Auszeichnung erhalten. Nuancierter Vermittler. Sehr schön. So Klingonen untypisch. Einfach abhauen mitten im Kampf. Es scheint so, als ob Bivat geflohen ist, Captain. Zumindest konnten wir seinen Plan enträtseln und retteten Lieutenant Paris. Sie ist offensichtlich wichtiger für das Klingonische Reich, als sie weiß. Whoop. Haben gut hingekriegt. Die Schnitte aus den Fängen des Bösen. Befreit. Die Prinzessin aus den Klauen. Das Drachen entrissen. Die Kuvamag. Halb Mensch, halb Klingonette. Ja. Damit ist der Auftrag erledigt.
Lieutenant Paris is reviled by some Klingons. Lieutenant Paris wird von einigen Klingonen verachtet und von anderen geradezu verehrt. Das ist eine schwierige Situation, aber sie tut ihr Bestes. Ich bin froh, dass sie da waren, um zu helfen. So, jetzt kriegen wir unsere zwei Sachen hier. Her damit. Congratulations, Lieutenant. Tada! So, die wollen wir auch gleich einbauen. Glaube ich, und zwar hier. Feldstabilisierender Warpkern 2, es müssen. Haben wir schon. Brauchten wir gar nicht. Okay. Und Neutrino, Deflektor, Schild MK2, Control, das hatten wir auch schon. Impulsantrieb 2 mit extra Speed hatten wir. Jo. Okay. Hier haben wir noch eine neue Konsole, Stufe 2. Die bauen wir ein. So. Technikkonsole. Und wir haben eine blaue drin und da ist eine weiße. So, okay. Wie können wir denn jetzt Sachen verticken? Wir müssen ja noch Sachen verticken. Warte mal, Inventar. Die ganzen kleinen Faser-Dinger brauchen wir alle nicht mehr, ne? Mal sortieren machen. So. Wie verkaufen wir das denn? Wie verkaufen wir denn Dinge? Offensichtlich nicht hier so, wie ich das gerade versucht habe. Vielleicht müssen wir irgendwo hin. Irgendeine Basis oder so wahrscheinlich. Noch haben wir ein bisschen Inventarplatz gehabt, aber wir müssen demnächst mal alles verhökern. Gut, ja, das war die Kuvamak, die haben wir gerettet. Und da machen wir jetzt ein kurzes Päuschen und danach geht's dann weiter. Bis gleich.